Ja. Nee, von hinten. Ja, so hört sich dann an, wenn dann mal wieder ein Messer gesprungen ist. Und wir haben hier so ein. Der Hacker läuft gerade aus. Ist mal wieder, wie man hört. Man hört es eigentlich schon, dass ein Messer wieder ein bisschen gesprungen ist. Und da ich das ja schon eine Weile beobachte, denke ich auch, welche das ist. So, von daher vermute ich mal, dass es wieder dasselbe ist. So, wir warten jetzt, bis er stillsteht und dann wird wieder geöffnet und dann schauen wir mal. Wenn es dann wieder ist, dann haben wir, dann sind es die Klemmplatten und dann müssen die erneuert werden. Aber da gucken wir mal. Jetzt muss ich erstmal warten, bis der still steht, der Junge. Aber es ist definitiv ein Messer, was gesprungen ist, das hört man. Weil jetzt müssen wir jetzt das warten, bis es still steht. Und dann öffnet sich sozusagen der Sicherheitsschalter. Befindet sich hier. Dann kann man den öffnen und dann öffnet sich die Tür. Aber das macht er erst, wenn er wirklich still steht. Sicherheit. Gucken wir mal. Moin Moin, eine Maschine. So, wir haben hier so ein bisschen kleinen Schaden drin. Ja, abgebrochenes Messer. Sieht man jetzt so ein bisschen besser. Da ist ein Werkzeug drin geblieben. Letztes Mal und dann hat es mal kurz geknallt. Nicht zu schlimm, aber dagegen ist das so ein bisschen mehr beschädigt. Wollen wir mal gucken. Ja, da sieht man das hier. Hier. Ist vom Hacker nicht gut. Und wenn man dann so hat, jetzt nicht das, aber ein anderes, ist da drin gewesen. Vergessen und dann hat es mal kurz geknallt, weil bei ungefähr knapp 1000 Umdrehungen in der Minute hält ja auch so schnell nicht an.
Messer sehen eigentlich noch ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es anders aussieht. Gucken wir mal. Ja. Dann machen wir einen Zuge. Die machen wir neu. Das machen wir neu. Und das wird hier. Hier sind dann die wunderschönen neuen. Die kommen wir heute rein. Leider haben wir nur drei. So können wir nur die Problematik. Die Problematikzeit erstmal machen. Das ist ja die gewesen. Die hatten wir ja markiert. Extra hier mit zwei. Ja, um die Position festzulegen. Naja, bin schon ein bisschen dran am Machen, Schrauben sind schon raus. Schon alles gelöst. Warten wir ja, dass die Jungs mit dem Kran klarkommen und dann Muck wieder raus. Übrigens regnet hier drin nicht. Ja. So, versuche mit dem Kran klar zu kommen. Wenn wir den jetzt noch weiter rausholen, so, wir mal an. Lift, lift, lift. Ja. Schmaler. Ansonsten sitzt der. Was ist der Unterschied? Mal gucken, wie er hinten aussieht. Fahr mal rüber. Fahren Sie mal rüber. Fahren Sie mal rüber, die ganze Geschichte hier. Dann noch mal angucken, wie er von der anderen Seite aussieht. Mal sehen. Oh, falsch schon. Ja, sieht da besser aus noch von hinten. Hier sieht er noch. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen. Aber wenig Ansätze. Passt. Okay. Dann weg damit. Das ist die saure Fläche. Und hier 50% Klemmfläche. Der Rest ist schwarz. So, Beweis, dann alles ist neu. Das sieht richtig schön aus. Neue Schrauben. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. You're the Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Freitag haben wir, den 27. November. So, habe heute noch wieder ein bisschen Video und Kennt gemacht.
Von der Untersuchung vom Hacker. Da war ich ja nun schon seit Donnerstag wieder, seit gestern und heute fertig. Turn left onto Wolf Zumindest, Road. Zumindest gefunden, was es ist. Sagen wir mal so. Ja. Jetzt hier zu Hause, jetzt im Wochenende. Wochenende ist nicht ist normal, also Samstag, Sonntag, Montag muss ich wieder los. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dass wir nächste Woche nicht ganz so viel Fahrerei haben, weil ich viel Büroarbeit habe. Und dann sind es ja auch noch zwei Wochen nur noch bis zum Urlaub. Was ja auch schön ist. Dann ist nämlich das Jahr wieder zu Ende. Ja, in vier Wochen ist schon wieder Weihnachten vorbei. Oh mein Gott. Das kann man alles. Das Jahr ist verrannt bis zum Jeden nicht mehr. Also. Schnell. Und dann machen wir ein bisschen Pause über den Jahreswechsel, so vom 11.12. bis zum 4. Januar gibt es da mal eine größere Pause. Da habe ich dann viel Zeit, meine Videos zu machen und die dann auch im Netz zu stellen. Ich will aber allerdings jetzt auch schon mal anfangen. Mal sehen, ob ich am Wochenende zu komme. Und ja, mal sehen. Ja, jetzt hier zu Hause. Untersuchung ist noch beendet. Maßnahmen getroffen. Teile sind geordert. Ist im Prinzip in Schaden an den Klemmplatten. Und die müssen ersetzt werden. Und die werden jetzt hier fertigt. Dauert nicht allzu lange hoffentlich. Und dann wird das wahrscheinlich sogar schon wieder nächste Woche. Oder muss ich mal sehen, die Woche danach, wo wir dann wieder hierher müssen. Und dann wird nochmal getestet und getauscht. Raus jetzt aus dem Sicherheitszirkel hier. Turn right onto Ramsgate Road. Und da werden wir uns mal auf den Weg machen. Durch den Verkehr. Vorbei an London und wieder zurück nach Hause. In half a mile at around. Wenn alles gut läuft, bin ich um 3:30 zu Hause. Halb vier, vier. Was auch mal schön ist. Irgendwo noch anhalten. Na, ich bin noch nicht hoch. Mal sehen. Wir tanken. Naja, brauchen wir jetzt noch nicht. Nee, brauchen wir noch nicht. Wir haben noch knapp 300 Meilen, die wir fahren können. Und das sind ja nur 158. Was haben wir heute? Hallihallo, Löhle. Ja, wir haben schon ein bisschen später jetzt. Wir haben den 30. November 2020. Erster Advent ist vorbei. Und ja, heute Morgen bin ich schon wieder zeitig los, wie ihr hört so, nicht? Und da war alles noch dunkel und da sah es noch ähnlich aus wie jetzt. Ist immer noch nicht besser, so wirklich der Wetter. Es ist unangenehm, würde ich mal so einen Raum werfen. Sehr unangenehm. Sind so 6 Grad, 6,5 Grad, aber durch diese kalte, nasskalte Wetter fühlt sich das an, so wie 2 Grad oder so weit. Ja.
Ja, den Kunden kennt er hier schon. Hier war ich heute mal und habe. Die wollen so ein bisschen umbauen, die wollen ein bisschen da was hin und da wollten sie mal wissen, ob das alles so machbar ist und wie das alles so aussieht, aussehen kann. Habe ich ihnen gesagt, habe mir mal angeguckt und festgestellt, das ist jetzt nicht so kompliziert, weil die jetzt so, sagen wir mal, ich habe mir jetzt so ein bisschen mehr vorgestellt heute, aber naja, ist manchmal so. Der Kunde sieht dann immer ein bisschen komplizierter, ist klar, wir sind jeden Tag im Geschäft mit dem und von daher ist nicht so viel Aufwand, machbar, auch nicht so lange. Wir sind ein bisschen da, da wollen sie Magneten weg haben, woanders noch Magneten hin haben und den wieder woanders hin haben, Maschine ein bisschen vor, im Förderband raus und ja. Dann natürlich wieder Restart. Von der ganzen Maschine. Ist alles machbar. Habe ich Fotos jetzt gemacht und lasse mir noch ein bisschen was einfallen. Kosten, vom Kostenpunkt her, was das ungefähr kosten könnte. Und dann ist das schon schick. Soll im Januar stattfinden. Also sieht der Januar schon mal wieder voll gebucht aus. Kann man mit leben. So wollen wir das ja auch haben. Wir wollen ja im Januar dann wieder sofort Arbeit haben und das dann wieder im ganzen Jahr und die ganzen Jahre dann so weitergeht. Ja, gesetzt den Fall. Da schon es wieder einmal. Hier mal durch. Geht so ein bisschen schön an dem Kassierbüro vorbei. Also ist wirklich ein riesen Ding ist das. Oh, jetzt habe ich mal wieder was verkehrt gemacht hier. Verkehrt gemacht. Aber dadurch konnte ich doch mal ein bisschen was sehen. Jetzt geh mal rum. Ja, eigentlich wollte ich. Aber auch nicht schlecht. Die Runde habe ich noch nicht gedreht. Bisschen verpennt, würde ich sagen, habe ich jetzt mal gerade eben. Aber ich sage gleich, linken kann durchaus mal passieren. 130 Yards. Jetzt mal rechts. Dann seid mal hier. Ja, hier bin ich jetzt eben schon mal durchgefahren, aber ich habe irgendwas verkehrt gemacht an dem. Kreisverkehr noch alles richtig gemacht, aber dann hätte ich links abbiegen müssen. Naja. Kommt in den besten Familien vor. Dann fahren wir eben nochmal durch die schönen Türchen hier. So. So, hier darf ich im Prinzip ja nicht langfahren. Ah, deswegen bin ich hier durcheinander gekommen. Ich darf mich hier nur runterfahren. Hier runter. Irgendwie komme ich hier auch nicht mehr raus hier aus der. Ich bin ein Kunde, ey.
Hier darf man nicht mehr durch. Eindeutig. Eindeutig der Fall. Da darf man leider nicht durchfahren. Das ist jetzt neu. Vielleicht darf man ja hier durchfahren. Geradeaus darf man auch nicht. Komplexe oder Wohnungen. Ja, ich werde jetzt zurückfahren, werde Office machen, Arbeit machen und dann hoffentlich auch mal wieder irgendwann Videos machen. Videos zurechtschneiden. Die Woche jetzt noch raus, auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen. Nächste Woche geht es auch wieder nach Wales, was auch nicht schlecht ist. Und dann ist ja schon, sagen wir mal, wahrscheinlich noch mal Kent im Moment. Nächste Woche sieht es nochmal richtig busy aus. Wobei dann am Freitag, wenn mein letzter Tag ist, werde ich dann auch nehmen. Und dann muss ich meinen sogenannten Urlaub nehmen, meinen Zwangsurlaub. Ansonsten verfällt er nämlich. Und dann werde ich am 4. Januar wieder zurück sein. In alter Frische. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten über all die Pläne und all die Neuigkeiten, die es so gibt. Die Woche wird ja wieder sozusagen die Hotels, die Restaurants eröffnet, in einigen Gegenden, nicht in allen. Und da gibt es halt auch wieder Frühstück. Und hoffentlich wieder ein Stück Normalität. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute. Wir sehen uns ja nochmal und habt eine schöne Woche. Heute ist nämlich Montag. Macht nicht so viel. Genießt, wo ihr könnt. Und wir sehen uns.